Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntagsvideo auf meinem Kanal All About Classic Shaving. Es ist wieder Sonntag und ich habe wie immer tolle neue Produkte mitgebracht. Naja, tolle neue Produkte, wie ich in den vergangenen Videos schon gesagt habe, klar, tolle neue Produkte, aber das sind jetzt alles Proben, die ich einfach mal durchtesten will. Wie ihr auf dem Thumbnail schon seht, es sind halt Proben, es sind so kleine Döschen. Da habe ich halt wirklich ganz viele von. Die sollen jetzt alle mal kommen, alle mal getestet werden. Und deshalb, bevor ich mir wieder große Flaschen, große Töpfe, große Aftershaves vorstelle, wie gesagt, sollen die ganzen Produkte mal durchgetestet werden. So, das war die kurze Vorrede. Was gibt's denn heute? Also heute der Rasierer. Edwin Jagger 316 war schon ein paar Videos drin. Das ist ein toller Rasierer. Ich habe auch schon berichtet, das ist ein Rasierer. Eigentlich geschlossener Kamm, aber der fühlt sich für mich auf der Haut so direkt an wie ein offener Kamm. Also eine ganz persönliche Empfindung. Ich finde das Dingbild schön, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ein kreuzgerändelter Griff, absolut wertig verarbeitet. Unten drunter, ich habe das auch schon ein paar Mal vorgelesen, Sheffield, made in England. Ein kreuzgerändelter Griff, ganz toll wertig verarbeitet, sehr direkt, super gründlich, ein ganz toller Rasierer. Der wird heute kommen. Was ist denn da drin? Ich habe auch berichtet schon, ich habe hier, das ist eine Ladas-Klinge, steht unten drunter super stainless. Da steht auch auf der Klinge drauf. Ich will jetzt einfach auch bei den Klingen, auch hier genauso mal diese ganzen Klingen-Samples, die ich hier habe. Also ich habe wie so ein, ich sag mal, Plastiktütchen mit lauter so kleinen einzelnen Klingen. Jetzt auch hier wie diese Ladas. Einfach mal durchtesten. Das sind ganz viele, die kommen jetzt einfach mal alle dran. Und also heute Edwin Jagger 316 und da drin ist eine Ladas-Klinge. Was kommt denn sonst noch? Hier hatte ich mal wieder Lust drauf, bevor ich zur Seife und zum Aftershave komme. Von Klar, der war hier schon mal. Wir fahren bald wieder in Urlaub. Also, falls ein paar Videos ein bisschen Verzögerungen haben werden oder mal ein, zwei Wochen keins kommt, entschuldigt es bitte. Wir sind im Urlaub, also ab nächster Woche. Ab Montag habe ich 3 Wochen Urlaub. Juhu! Da werden wir ein paar Städte bereisen und falls da kein Urlaubsvideo kommt, direkt aus dem Urlaub heraus, entschuldigt es bitte, also 3 Wochen Urlaub, dann das ist der Grund, den ich da nennen möchte für. Was wird es hier aber geben? Klar, das ist ein Reisepinsel, also Reise, weil ich habe es gerade mit der Reise gehabt. Das ist ein Pinsel, den finde ich toll. Habe ich von meiner Frau mal geschenkt bekommen. Den kann man aufschrauben. Hier die Kappe kann man auch noch abdrehen, den Pinsel reinwerfen. Und dann hat man einen kleinen Pinsel. Das ist ein synthetischer Pinsel. Ich finde den aber so einmal zugeschraubt wirklich toll. Der hat so ein ganz tolles Feedback, tolles Backbone. Sieht toll aus. Ist relativ schmal auf der Seite. Hier steht drauf, klar, was steht denn da drauf? Klar, Seifenmanufaktur seit 1870. Heidelberg, schon ein bisschen älter. Heidelberg ist nicht weit weg von Frankfurt, relativ regional für mich. Und der ist toll. Also einmal kurz in dem Wasser schwenken und dann wieder aufgeschäumt. Das ist der Pinsel. Aber jetzt neu, tolle neue Produkte. Was wird es denn heute geben? Jetzt komme ich zu den Seifen. Mein Erbetitel, allgemein bekannt. Eine Tasse, ein weißes Keramik oder Porzellan oder kein Porzellan, aber halt ein Titel mit einem Griff. Ich halte den quasi immer. Muss ich mal ein bisschen drehen. Schalte den immer hier so in der Hand und da drin wird aufgeschäumt. Ihr seht schon, diesmal habe ich ein bisschen mehr Seife unten reingemacht. Selbst in meinem letzten Video war es zu wenig. Jetzt ist es ein bisschen mehr. Und der Geruch ist toll. Was ist denn das für eine Seife? Was wird es denn geben? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Diesmal ist es wirklich ein bisschen schwierig. Ich hoffe, man kann es lesen. Da steht drauf: Noble Otter Raw. Ist das richtig ausgesprochen? Also Noble Otter steht oben und unten drunter steht Raw. R-A-W-R. Raw. Ich hoffe, es heißt Raw. Aber wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Googelt einfach mal. Aber der Geruch ist toll. Und das assoziiere ich so ein bisschen mit, wenn ich daran rieche, mit Sonnencreme. Es riecht so ganz frisch, sommerlich. Nicht frisch im Sinne von. Also ich auch nicht was Kokosnüssen oder wenn ihr an sowas jetzt denkt, das riecht wirklich wie so eine Nivea oder wie so eine Sonnencreme halt. Und wenn ich hier dran schnuppere, das riecht echt so nach Sommerurlaub und ganz toll. Und das hat auch hier in das Urlaubsvideo gepasst, weil ich ja angekündigt habe, wir fahren in Urlaub oder wir haben 3 Wochen Urlaub. Oh,
Riecht ganz toll. Das ist auch hier nochmal herzlichen Dank für die tolle große Probe. Das ist auch hier wieder eine Riesenprobe. Ich habe da mit dem Finger eine relativ feste Seife. Ich würde sagen, Proaso-Konsistenz. Ich muss schon ganz schön reindrücken, um da was rauszukriegen. Also mit meinem dicken Finger hier was rauszuholen und habe es in den Tiegel geschmiert. Toller Geruch, wie die Kleideigenschaften sind. Wir werden es gleich sehen und also wie die generell die Eigenschaften sind. Was haben wir sonst noch heute? Wirklich sehr minimalistisch, auch hier nochmal Raw, auch von Noble Otter. Das Aftershave, also heute gibt es kein Witch Hazel, kein Balsam, heute gibt es einmal im Gesicht Seife, drei Durchgänger und dann kommt das Aftershave hinterher und fertig ist das Ding. Oh, also die finde ich wirklich toll. Auch hier, ich könnte mich gerade eincremen, an den Strand legen und so, also die Gedanken habe ich gerade. Ein ganz toller Geruch. Auch hier eine Probe. In aller Regel, ich weiß gar nicht, wie viel drin sind. Ich meine, es sind 20 ml, was ich hier sehe. Das werdet ihr nicht sehen. Vermutlich in der Kamera. Hier drin sieht man, wenn ich das so gegen das Licht halte, das ist Öl in Wasser gebunden. Also auch hier ein bisschen schütteln und dann wird es vermischt. Entschuldigung, das wird heute kommen. Also, aber ich würde sagen, einmal kurzes Barthaar anfeuchten, dann wird die Seife aufgeschlagen. Los geht's. Ich habe heute ein bisschen längeres Barthaar. Das ist bei mir 2 Tage wachsen, so sieht es bei mir nach 2 Tagen aus. Eine Kollegin hat heute gerade gesagt, ich sehe ein bisschen bärtiger aus. Ich wollte mich schon heute Morgen rasieren, da hatte ich schon im Hinterkopf, du musst mal wieder ein Video machen. Also deswegen, jetzt kommt eigentlich eine Abendrasur. Also draußen ist es auch in der Dämmerung. Ich habe mich noch nie so spät abends rasiert oder zumindest für ein Video. Aber heute wird es so sein, weil ich wieder am Sonntag mal ein Video bringen muss. Möchte. Das Barthaar ist angefeuchtet, hält das Wasser. Einmal den Pinsel synthetisch, hier muss nichts eingeweicht werden. Einmal kurz in dem Wasser schwenken und dann wieder aufgeschäumt. So, der Pinsel, oh, der tropft ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Und jetzt einmal hier die Noble Otter Seife aufschlagen. Mal gespannt. Wie gesagt, das letzte Mal war es so ein bisschen wenig Seife, da habe ich keinen richtigen Schaum hinbekommen. Deswegen habe ich jetzt hier ein bisschen mehr Seife reingemacht, in der Hoffnung, dass ein toller dichter Schaum wird oder ein toller Schaum wird. Oh, auch hier der Geruch, also Noble Otter, das ist schon meine Richtung. Also gerade diese Raw, da gibt es verschiedene von, weil die ist wirklich ganz toll. Also ganz toller, frischer, sommerlicher Geruch. Ich bin gespannt. Ich schäume mal hier ein bisschen auf in der Zeit. Wie geht es euch? Alles klar, wie ist die Lage? Ihr seht bei mir, ja, man sieht es nicht mehr so richtig. Ich habe schon ein bisschen Sonnenbrand gehabt, bin oben noch ein bisschen rot. Das Wetter wird besser hier in der Nähe von Frankfurt. Also ich muss gestehen, wir haben Donnerstag. Ich tue vorproduzieren für den Videoschnitt Freitag, Samstag, dass Sonntag das Video online geht, weil wir dann so ein bisschen schon on Tour, ein bisschen weg sind, müssen vorbereiten für den Urlaub. Deswegen, aber das ist gar nicht schlimm. Donnerstag vorproduzieren für Freitag, Samstag, Sonntag. Ist auch nicht schlimm. Hauptsache Sonntag kommt das Video wieder online. So, aber wie gesagt, ich hoffe, euch geht's gut. Also, wir sind jetzt auch nur eigentlich in deutschen Städten unterwegs. Einmal, wo sind wir denn überall unterwegs? Einmal in der Nähe, also einmal in Hamburg, einmal in der Nähe von Düsseldorf. Und wir werden Deutschland bereisen. Überschrift Corona. Ich freue mich wirklich sehr. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht und bleibt gesund, werdet fit, falls ihr es nicht seid. Ansonsten, ich hoffe, wir haben es bald gepackt. Viele sind geimpft und so weiter. Wer will, lässt sich impfen, wer nicht, nicht. Aber ich denke, der Spuk ist bald vorbei, Corona. Ich hoffe es. Ich drücke uns allen die Daumen. So, die kurze Corona-Rede. Der Schaum sieht jetzt schon toll und sahnig aus. Aber auch hier, ich mache noch ein kleines bisschen Wasser dabei, weil hier, wo sieht man es? Hier im unteren Bereich ist noch so ein bisschen Seife. Also wie gesagt, ich möchte heute einen tollen Schaum. Und nicht wieder so ein, der Schaum ist weg. Ding. Das sieht wirklich schon sehr, sehr toll aus. Auch hier der Pinsel ist toll. Ich lasse mal so los. Dann ist es ein Reisepinsel, den kann man aber auch einfach so verwenden. Der ist schön lang. Man klappert nicht unten den Tiegel rum und das ist wirklich toll. Man kann mit in den Urlaub nehmen, mit den Flieger, mit in seinen Kulturbeutel. Ganz toll. Der Schaum ist super. Also der Duft erfüllt den Raum hier. Ganz toll.
Ich will loslegen, ich will in Urlaub. So, schaut euch mal den Schaum an, guckt mal um. Ha, der sieht doch klasse aus. Also Nobelotter, klasse. Erster Durchgang. Ein leicht frisches Gefühl auf der Haut. Ganz toll. Ich glaube noch nicht mal, dass Menthol drin ist, aber es fühlt sich ganz toll an. Wie gesagt, ganz clean. Als ob hier Sonnencreme drin wäre. Auch was ich schon mal gesagt habe, ich wäre zunehmend ein Synthi-Fan. Also hier biegt nichts ein, hier weicht nichts auf. Also ganz toll und fühlt sich super an, der Pinsel. So. Ist auch ein schöner, dünner, aber dichter Schaum. Das ist für mich perfekt. So 1-2 mm, dass es schön gleitet, dass der Schaum drauf ist und es reicht absolut. Ich fühle mich auch immer so ein bisschen wohl, wenn ich zu viel Bart, unwohl, wenn ich zu viel Bart habe. Eine Kollegin hat schon gesagt: Mensch, rasier dich mal wieder. Heute ist es soweit. Also, Appenjacker 316 mit einer Ladas-Klinge drin. Super, super stainless. Einmal wie immer den Rasierer kurz anwärmen und dann geht's los. Erst der Durchgang mit dem Strich. Oh, hört ihr das? Ein ganz harter, ein ganz sauberer Schnitt, ganz angenehm. Toll. Der Schaum geht super runter, es wird nichts verstopft. Finde ich auch ganz toll. Die Ladas-Klinge ist toll, ein schön fester Schnitt. Ah, wurde schon mal gefragt, was habe ich gerade gemacht? Ich habe unten das Kinn durchgestreckt und habe den Hals gerade gezogen, dass die Haut schön gerade ist, damit man schön über die gespannte Haut drüber ziehen kann. Ganz toll. Hör dir dieses helle Schwingen, das ist so ein toller Schnitt. Toll. Was ich auch schon bewitzelt habe, gerade unter der Lippe, also da gibt es kein links, rechts, hoch, runter, also es geht direkt gegen den Strich und dann ist alles weg. Also ich will hier unten immer Bart haben und hier soll alles weg sein. So, fühlt sich alles toll an. Das habe ich mir trotzdem gerade gemacht, noch einmal kurz den Pinsel unter Wasser, auch hier die Nobelotter-Seife. Die braucht wohl auch ein bisschen mehr Wasser. Deswegen rühre ich noch mal kurz. Der Geruch ist toll. Ich will Schwimmbad.
So. Zweiter Durchgang, bei mir wie immer quer zum Strich, also von der Nase zum Ohr. Manche machen es auch andersrum, bei mir ist es die bessere Wuchsrichtung. Los geht's. Die Ladder sind toll, für mich toll. Ein relativ direkter Schnitt, fühlt sich fest an, aber ganz sauber geht es durch. Ich kann das schwer beschreiben, also sehr schön. Ganz toll. So. Ich bin jetzt schon so glatt, da ist gar nicht mehr viel, aber jetzt auch hier letzter Durchgang. Ich habe aber auch immer noch unten im Tiegel, sieht man es vielleicht hier an der Seite, immer noch Seife, die nicht aufgelöst ist. Ich mache nochmal Wasser. Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel Seife, die auch relativ fest ist. Und guck mal, ob ich noch mal super Schaum hinbekomme. Also jetzt der letzte Durchgang gegen den Strich. Danach ist nichts mehr da. Das ist super glatt, wie ich es toll fände. Der Schaum sieht toll aus. Seht ihr das? Ich den hier dran schmiere, da läuft nichts runter. So, toller Schaum, ich habe mein T-Shirt vollgeschmiert. Wie immer die Königsdisziplin, direkt gegen den Strich, also ganz kurzes Haar, erster Durchgang mit dem Strich, quer zum Strich und jetzt ganz dagegen. Ganz toll. Wow, total der tolle Schnitt.
Perfekt. Also die Ladas klingen, was ich hier wirklich sagen muss, an die Seife ist toll. Ich habe auch hier, wenn ich das manchmal habe, irgendwelche Blutspots. Schaut mal hier. 0,0. 0,0 Blutspots. Jetzt noch einmal das Gesicht mit kaltem Wasser abwaschen. Also das kann gar nicht mehr schlecht werden. Meine Haut fühlt sich auch wirklich so toll an. Also Seife, Rasierklinge, Rasiererkombi. Heute wirklich zwei Daumen hoch. Einmal eiskaltes Wasser ins Gesicht und dann geht's weiter. Ganz toll. Vielleicht muss ich mich abends mal öfter rasieren. Das liegt vielleicht. Aber schaut mal die Haut. Null Reizung. Ganz toll. So, also wie gesagt, Test, Test. Ich bin mega zart, überhaupt keine Reizung. Also, ich muss gerade überlegen, in der Tiefe habe ich das, glaube ich, noch nie gehabt. Das geht in mein Buch der geilen Rasuren. Also hier der 316 gepaart mit dem ganzen hier Lada Super Stainless und der geilen Nobel Otter Creme. Absolut toll. So, schütteln die tollen Öle. Ganz toll. Das war zu viel. Das war die halbe Probe. Boah, riecht die toll. Klasse. Man merkt doch hier bei dem Aftershave, das ist nicht so nur Alkohol, da ist noch irgendwas Glitschiges drin. Also da. Ach, weil es so milchig ist, da muss irgendein Öl oder irgendwas drin sein. Fühlt sich toll an. Geile Eigenschaft. Geiler Geruch. So. Ich habe mir wieder Seife ins Ohr geschmiert, die muss da gerade mal raus. Aber auch jetzt hier, schaut mal. Nur eine ganz leichte, ich muss mal ganz kurz hier hintippen, eine ganz leichte Rötung nur, aber wirklich wenig und fühlt sich wirklich, wirklich toll an. So, wir sind durch, wir haben es schon geschafft. Ich würde hier immer noch einmal alle Produkte durchgehen und dann haben wir es wirklich komplett geschafft. Der Edwin Jagger 316, den hatte ich schon oft im Video drin, für mich neben meinem Rockwell 6S einer der Top-Rasierer, also ein kreuzgeräntelter Griff, unten steht runter, hier unten England, Sheffield Made in England, also da wo er herkommt, ein ganz toller Kopf, absolut wertig verarbeitet, keine Ecken, keine Kanten, nicht vom Gießen oder vom aus irgendeiner Form irgendwelche Rückstände, absolut toll, ist ab, ich will es jetzt gerade nicht machen, sonst schmeiße ich ihn runter, absolut ausbalanciert, also ganz toll, also der treibt schon gegen den Strich, also mit den Haaren unter, also eigentlich muss man nur fallen lassen, ein absolut toller Rasierer, natürlich jetzt kein Schnäppchen, nicht vergleichbar mit irgendeinem Hobel, den man im Supermarkt für wenig kriegt, also der kostet schon ein paar Euro mehr, aber für meine ganz persönliche Meinung ist die Investition wert, ein tolles Teil. Was hatte ich schon drin gehabt, Ladas Klingen. Ich bin einzeln überlegen, ob ich schon mal eine Ladas-Klinge hatte. Also die hier, Ladas, blau-gelb, super stainless für meine Haut. Hier, schaut mal. Null irgendwas. Absolut toll. Also das muss ich mir wirklich merken. Ladas, super stainless und hier das 316 von Edwin Jagger. Wow, Daumen hoch. Was hatte ich denn sonst noch gehabt? Hier die Nobel Otter Raw.
Also Nobelotter steht oben und unten steht R-A-W-R, Raw, so spreche ich es zumindest aus. Ist eine Creme, eine Rasierseife, Rasiercreme, relativ fest, so ein beiger Ton. Und für mich ein ganz toller Duft, ist absolut mein Duft, riecht nach Sommer, riecht nach Sonnencreme. Das assoziiere ich damit, also wirklich ganz toll. Passend dazu, auch wenn ich immer sage, das ist auch wirklich so, alles was in Alkohol gebunden ist, riecht anders wie das, was in Creme gebunden ist. Das geht gar nicht anders, aber hier auch, das ist so ein bisschen so milchig, was ich hier drin habe. Aber wenn man das schüttelt, eine ganz tolle Eigenschaft auf der Haut. Also ich fühle mich wie eingecremt und gleichzeitig Aftershave, also auch von Noble Otter, das Raw Aftershave. Toll, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Was hatte ich denn sonst noch gehabt hier von, jetzt muss ich mal die Seife wegwischen, von Klar, der Reise, Klar, Seifenmanufaktur seit 1840 aus Heidelberg, ein ganz toller Pinsel, also auch wer den nicht zum Reisen nehmen will, einfach so ein tolles Teil. Das war die Seife. Was hatte ich denn sonst noch gehabt, wo steht der drin, in meinem weißen Erbetitel aus damals Nordseeurlaub von der Müller-Drogerie, ein ganz tolles Teil, also wenn man den nicht runterschmeißt, wenn er mir jetzt nicht runterfällt, der hält ja theoretisch ein Leben lang und reicht für mich absolut zum Seife aufschäumen. Tolles Teil, kannst auch jede Kaffeetasse nehmen oder was auch immer, hätte für mich denselben Effekt. So, wir sind durch. Boah, das gibt es bei YouTube noch nicht, ihr müsstet mal hier in dem Raum riechen, wie es hier drin riecht, also ich will direkt losfahren. Morgen muss ich noch einen Tag arbeiten, sei mal noch auf die Arbeit, alles abwickeln, was da noch zu tun ist vor dem langen Urlaub und dann geht es wirklich los. Also insofern, wenn ihr, das muss ich gerade überlegen, wenn ihr am Sonntag das Video schaut, morgen um 7, das sind so unsere letzten Züge, wo es in den Urlaub geht, da wird noch alles gepackt und alles geplant und dann sind wir mal 3 Wochen, mehr oder minder 3 Wochen on Tour. Ich hoffe nicht, dass 3 Wochen kein Video kommt, aber falls es 2, 3 Wochen werden sollten, entschuldigt es bitte, das ist dem Jahresurlaub von uns geschuldet. Ich versuche aber zwischendurch vielleicht mal was zu bringen oder auch ein Sonntagsvideo, aber das ist die Erklärung dazu. Also, das soll es gewesen sein. Geht raus, bleibt drin, habt wie immer gute Zeiten, habt immer eine gute Rasur und macht's gut. Ciao.